So, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar wollten wir jetzt zurück zu unserer Siedlung und Randi Bericht erstatten über unsere neuen Verbündeten. Aber direkt neben uns scheint hier noch eine Nebenquest zu sein. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit, bevor wir hier weitermachen. Jetzt, wo wir hier sind. Und ich muss auch den Timer aktivieren. So, alles klar. Hier drüben, Dränger. Alter, was ist denn bei dem los? Der hat eine Axt Hey im da, Kopf. Fremder. Entschuldige, ich spüre einen leichten Schmerz. Siehst du etwas an meinem Kopf? Vielleicht einen Ausschlag oder Schnitt, der einfach nicht heilt? Sieht aus wie eine Kampfwunde. Ah, gut ausgedrückt. Das dachte ich mir. Es muss von meiner letzten Schlacht stammen. Aber du solltest den anderen sehen. Den hat's schlimmer erwischt. Schlimmer als... Das kann durchaus sein, ja. Wenn er kopflos ist. Meine Arme sind vom Kampf taub. Ist ein Verband nötig? Glaubst du, es ist eine ernste Wunde? Sollen wir ehrlich sein? Ja, natürlich. Wir sind immer ehrlich. Guter Dränger, du hast eine Axt in deinem Kopf. Es ist übel. Ich werde sie rausziehen, aber du wirst sicher bald in die nächste Welt gehen. Ach, Valhall soll es sein. Ich weiß, deine ehrliche Antwort zu schätzen. Gern geschehen. Ich bereite mich also auf die Eindrücke der Totenhalle vor. Ich werde dir den Schmerz nehmen und dich über Bifrost schicken. Es ist Zeit. Weißt du nicht? All deine Feinde sind erschlagen. Du kannst zufrieden sein. Okay. Rest in peace. Und hier soll noch was sein. Ein römisches Artefakt, okay. Rufen wir mal Weißzahn. Obwohl, ne, wir TPen uns, sorry Weißzahn. Ich will nicht so viel Zeit verschwenden. Wir TPen uns mal. Und müssen dann unsere Siedlung weiter aufbauen. Damit wir hier ein bisschen vorankommen im Let's Play. Na komm. So. Ja, wir werden zurück in der Siedlung. Hier können wir die Schiffswerkstatt verbessern. Das machen wir auch. Besser geht es nicht, Eivor. Du bist wirklich großzügig. Gerne, gerne. So, Schiffswerkstatt. Deine Schiffsexpertin Gudrun kann dein Langschiff anpassen, wenn du ihr den gewünschten Entwurf gibst. Kehre mit neuen Entwürfen zurück, um neue Anpassungen freizuschalten. Gut, Rabenclan-Rumpf. Wir haben Berserker-Rumpf. Und Wanderlustrumpf. Machen wir doch Berserker, oder, Jungs?
Dann Segel, Rabenclan, Wanderlust und Berserker. Da will ich eigentlich den Rabenclan lassen. Bei den Dings, bei dem Segel, weil ich mag dieses Türkise. Schilde lassen wir, glaube ich, auch. Aber den Kopf könnten wir ändern. Oder? Nee, den Kopf lassen wir auch. Aber Heck können wir ändern auf jeden Fall. Dann machen wir den Berserker, glaube ich. Ja. Alles klar. So lassen wir unser Das Schiff. war's? Das war's, ja. Wir sehen uns später. Lebe wohl, Eivor. Lebe wohl. So, was gibt es sonst noch zu verbessern? Hier haben wir ja schon verbessert, die Schmiede. Wer ist das? Guten Tag. Ah, neue Kundschaft. Ich kenne euch nicht, Freunde. Was hat euch in unsere Siedlung geführt? Seid ihr Händler? Ah, hallo, hallo. Bist du der Anführer dieses geschäftigen Lagers? Noch nicht. Wir kommen im Namen der Tausend Augen, Händler ungewöhnlicher Waren und faszinierender Schätze aus allen Ecken der Welt. Wir sagen immer, wir haben, was du brauchst. Haben wir es nicht, brauchst du es auch nicht. Verstehe. Und gehört dieses Kind zu dir? Kind? Kind? Vor dir siehst du den Meister der Tausend Augen, das Oberhaupt unserer Gilde, eine Legende. Ein Held des Volkes und der reichste Händler westlich des Indus. Vor dir steht Reda. Meint er dich? So ist es, Eivor Wolfsmal. Es ist eine Ehre, dich endlich zu treffen. Ja, Leute, das ist ein kleines Easter Egg. Reda war ja schon in Assassin's Creed Origins für die Fans unter euch. Der hat uns in Assassin's Creed Origins Shop-Items für halt eine gewisse seltene Währung gegeben, die man sich erfarmen konnte durch Quests. Das ist halt wie das Oreich Halkos Shop in Odyssey. Und woher kennst du mich? Die tausend Augen haben auch tausend Ohren. Gerüchte verbreiten sich schnell. Und was genau kann ich für dich tun? Oder du für mich? Es ist ganz einfach. Gegen eine Gebühr kann ich euch Zugang zu einem Schattenmarkt verschaffen, der sich von den Dünen am Nil bis in die Moore Englerlands erstreckt. Was für eine Gebühr? Sie schwankt je nach Gegenstand. Aber es gibt einen Haken. Auf diesem Markt wird alles in Opal bezahlt. Interessant. Was für eine seltsame Farbe. Darf ich? Natürlich, du darfst ihn sogar behalten, Eivor. Ein Geschenk von Reda für deine unbezahlbare Gastfreundschaft. Nun sieh her, das sind die Waren, die ich anbiete. So, wie gesagt, hier gibt es Shop-Items. Zurzeit tägliche Auswahl gibt es einen neuen Baum. Ein Sleipnir-Schild gibt es. Dann hier Hellhest. Das ist von dem Giftset, das Pferd. Und ein neues Tattoo gibt es. Und ja, wir müssen auf jeden Fall sparen. Er gibt uns auch Quests, die wir machen können, um Opal zu kriegen. Und ja, wenn wir genug zusammen haben, können wir dann ab und zu reinschauen, was es Neues gibt und uns dann was gönnen. Nichts gefunden? Kein Problem. Meine Auswahl ändert sich täglich. Du findest sicher bald etwas, das dir gefällt. Ganz Nun, sicher. da wir befreundet sind, bist du auch ein Freund der tausend Augen. Und was bedeutet das genau? Sieh dir meine Kleidung, meinen Schal an. Auf deinen Reisen wirst du meine Mitstreiter treffen. Du erkennst sie an eben dieser Kleidung. Sie sind meine Augen. Bei ihnen kannst du handeln und Aufträge annehmen. Hilf ihnen und verdiene eine hübsche Summe. Vielleicht werde ich dich dann auch einmal belohnen. Ein interessantes Angebot. Schön zu hören. Entschuldige uns jetzt bitte. Mein Gehilfe muss ein Zelt aufbauen. Dann bleibt ihr wohl eine Weile hier?
Oh ja, und du musst mir nicht danken. Es ist uns eine Ehre, dies unser Zuhause zu nennen. Guten Tag. Okay, plus 50 Opal haben wir jetzt bekommen. Neue Quest, Wikinger gesucht. Guten Tag, guten Tag. Ich will ein paar. Was bietest du heute an? Ansehen. Gut, also. Hast du einen Vertrag für mich? Ich habe gerade Arbeit hereinbekommen, die nach deinen Fähigkeiten verlangt. Gut, Räder, lass mal sehen. Ein vertrauter Kurier ist verschwunden. Je schneller du zurückkommst, desto höher die Belohnung. Nein, Spaß, die Belohnung bleibt immer gleich. Wir nehmen natürlich alles an. Ich muss los. Bis bald. Geh ruhig. Ich werde hier sein. In der nächsten Folge machen wir dann ein Opal-Spezial-Folge, wo wir dann alle Verträge machen und vielleicht können wir uns dann ja schon was leisten. Mal gucken. Ich glaube nicht, aber... So. Oh fuck. Jetzt haben wir nicht genug Rohmaterial für das Bruderschaftshaus. Wir müssen auf jeden Fall raiden in dieser Folge. Ich will Bruderschaftshaus auf jeden Fall machen. Zielscheibe, Berserbärentotem, Waffenlager, Übungsort. Komm, hier tun wir eine Odin-Statue hin. Warum auch nicht? Das passt hier auf jeden Fall in die Mitte. Was war hier nochmal? Tätowierwerkstatt. Okay. Machen wir alles noch. Wir gehen jetzt erstmal zu Randvi. Und hoffentlich können wir jetzt nachträglich noch zu Sigurd gehen und ihm helfen. Die Dänen von Grantaburg Schier sind unsere Verbündeten. Ihre Jarlskona Soma hat einen Eid geleistet. Gut gemacht, Eivor. Diese frühen Siege werden sich bezahlt machen. Das werden sie, auf viele Weisen. Eine der fähigsten Kämpferinnen Somas, Birna, hat uns ihre Klinge angelobt. Sie ist eine mächtige Kriegerin und hat ein freundliches Wesen. Sie wird sich gut einfügen. Schön, dass sie dabei ist. Gute Arbeit. Nice. Bündnis geschlossen mit Grantabrück. Eivor, ein Hinweis. Jemand hat sich draußen niedergelassen. Ein Händler, glaube ich. Ich traf ihn bereits. Reda. Ein seltsamer Jüngling, aber irgendwie angenehm. Er wird eine gute Gesellschaft abgeben, denke ich. Auf jeden Fall. Ich freue mich, ihn besser kennenzulernen. Auf jeden Fall. 100 Rohmaterial haben wir jetzt bekommen. Gut. Zeig mir die Bündniskarte. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Wir werden jetzt als nächstes hier nach Lekra Kesterzir. Boah, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Lekra Kesterkir oder. Ja. Lekra Kesterkir, glaube ich. Erzähl mir mehr über Lekra Kesterzir. Ich möchte mich bald Sigurd anschließen. Okay. Er reiste in eine Stadt namens Heopedun, um Oba und Ivar Ragnarsson zu treffen. Wie ich hörte, stehen sie kurz davor, den König Mercias zu verbannen, in der Hoffnung, dafür ihren eigenen einzusetzen. Ein kühnes Vorhaben. Ich sollte dort sein und ihnen helfen, so gut ich kann. Ich glaube, das wäre gut. Das glaube ich auch. Ich werde sie nicht warten lassen. Gut. Ich werde Sigurd und die Söhne Ragnars benachrichtigen und deine Hilfe zusichern. An deiner Stelle würde ich mit dem Schiff fahren. Cheopedun ist recht weit im Norden, am Trent. Gut. Können wir auch noch irgendwas mit der besprechen? Okay. Ich sollte gehen. Noch nicht. Hallo? Verbuggt? Okay. Hallo? Randvi? Schau mich nicht so tief an. Lass mich in Ruhe. So, nein, Spaß. So.
Gehen wir noch ganz kurz in unser Zimmer. Da ist ein neuer Brief für mich. Genau, schauen wir uns den neuen Brief an. Norwitz Nachricht lesen, okay. Eivor, die Götter meinen es gut mit uns. In einer Höhle nahe Norwig sah ich eine Legende, Björn, den Berserker. Ein großer weißer Bär läuft an seiner Seite, während mörsische Soldaten ihm nachstellen. Norwid der Speer. Okay. Björn Blutzahn. Berserker sind wilde Feinde, aber mächtige Verbündete. Seine Kraft würde unsere Siedlung stärken. Ich sollte ihn aufsuchen. Ah, das ist die Berserker-Questreihe, glaube ich. Eivor, die Götter haben uns verflucht. Ein sächsischer Äbtissin namens Wulfhilda ist in einem kleinen Dorf am westlichen Rand East Anglas aufgetaucht und verbreitet Geschichten über ein schreckliches Ungeheuer. Ich habe dieses Biest zwar nie gesehen, doch sie behauptet, es wandere über das Land und töte Vieh. Die Äbtissin möchte der Gefahr ein Ende setzen, doch fehlt ihr die Fähigkeit, einen echten Draugur der Unterwelt zu bekämpfen. Wir haben hier eine Gelegenheit, Ruhm für unseren Clan zu erringen. Okay. Ich sollte diese Äbtissin Wulfhilda aufsuchen. So viele neue Quests, Leute. Ich weiß nicht wohin. Aber wir werden jetzt erstmal einen Raid machen, glaube ich. Hier ist 160. Haben wir noch Raids, die in unserer Stärke sind? Jawohl. Guck mal, hier können wir raiden. Vertrag. Ach, diese Fragezeichen sind die Verträge, okay. Gut, ja, wir machen ja eine Schnellreise und werden dann den Raid machen, damit wir unserer Assassinenbruderschaft helfen können. Da kriegen wir sicher auch Quests. Muss ich den Raubzug von hier starten? Gibt es Ärger. Nein. Ich glaube, ich muss erstmal dahin und dann. Wir könnten das auch in Stealth erledigen, glaube ich. Sollen wir das in Stealth machen, Leute? Habt ihr Lust? Warte, wir schauen uns erstmal den hier an. Guten Tag! Informationen! Ich habe sie. Willst du sie? Meine Preise sind sehr gerecht. In Ordnung. Hier, schau. Ich markiere die Stelle auf deiner Karte. Ein Ort, den ich kenne. Was hat der denn jetzt markiert? Das habe ich nicht verstanden. Egal. Wir werden es schon herausfinden. Sollen wir dem helfen? Ich brauche Zeit, um mehr Informationen zu beschaffen. Okay. Sollen wir dem helfen, Leute? Komm, wir helfen dem. Bitte nicht den Weg versperren. Hey, halt ein! Für Gott!
Euch erwartet kein Paradies. Du hast mir einen Gefallen getan. Danke. Gerne, gerne. So. Und jetzt? Kommen jetzt meine Leute? Ich glaube nicht, dass man den Raid von hier startet. Ich muss schon zu einer Markierung gehen. Unten wahrscheinlich am See oder so. Also ihr müsst wirklich kämpfen. Ihr müsst wirklich in der Nähe vom See und dann könnt ihr erst Raubzug starten. Wegen diesen goldenen Markierungen, wo dann das Schiff auch taucht mit der Mannschaft. Lol, der Sound ist voll verbuggt. Nehmt ihn, ihr Gold, und brennt den Rauch nieder! Wie lange noch, Blutsack? Da wirst du leiden. Ich reiß dir die Lunge raus. Los, die Troll werfen wir ins Meer. Gleich bist du tot. Du gehörst mir. Du wirst leiden. Mannen wir ein altes Netz. Gehörst mir! Alter. Dein tiefes Atem. Verrecke! Spick die feige Ratte! Feige kann dich jetzt noch retten! Scheiße! Odin, hol dich! Da stimmt doch etwas nicht. Es stinkt! Verdammt! So. Das dauert nicht lange. Okay, weiter geht's. Ich brauche hier drüben Hilfe. Ich brauche hier mal Hilfe. Hier lohnt sich das Plündern. Es lohnt sich immer zu plündern, mein Lieber. Also im Spiel. So, gibt's hier noch irgendwas? Eine kleine Truhe. Das nehmen wir auch mit. Newt. Es reicht. Stirb! Odin, mach schon mal Platz. Versucht's von der Seite. Gleich ist es vorbei. Nicht was genug. Geschieht da? Geduld, wartet auf eine Gelegenheit. So. Das ist jetzt schon wieder.
Mein Dank ist dir gewiss. Gerne, gerne. Das war sehr freundlich von dir. Danke. Gerne, gerne. Der ist leer. Gut, müssen hier oben hin. Ein Opal gefunden, nice. So, Tür aufschließen. Hier ist eine neue Fähigkeit. Oh, Fähigkeitsverbesserung. Nice. Wir haben Todeszeichen auf Stufe 2. Das ist der Skill, womit man mehr Leute angreifen kann. Nice. Das war sehr wichtig. Ich brauche Unterstützung! Du entkommst mir nicht so einfach. Ich weide dich auf. So. Eine reiche Ernte. Hey, hierher. Gut, wir haben, was wir wollten. Los jetzt. Raubzug abgeschlossen. Nice. So, gibt's hier noch irgendwas? Wo ist das? Über mir? Okay. Hurra! Die feiert voll ab. Mein Dank. Ich stehe in deiner Schuld. Gerne, 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 gerne. Hey, so. Was geht da vor sich? Hurra! Ein kleines Gelbes ist hier noch. Ich danke dir. Vielmals. Nicht einen Augenblick. So, hier in der kleinen Kirche. Oder im Lager. Ist hier noch eine Truhe. Okay. Das hätten wir. Dann ja. Sollen wir hier im schwarzen Gipfel den Aufsichtspunkt nehmen? Den Aussichtspunkt, ja. Ich habe Aufsicht gesagt, sorry. Ja, das machen wir. Damit wir hierhin wiederkommen können. Komm, Weißzahn. Let's go. Ja! Schwarzer Gipfel. Sieht sehr interessant aus, da ist bestimmt irgendwas unten. Fertigkeitspunkte bekommen. Nice. Hä?
Ganz kurz die Fackel rausholen. Kleine Kriegerrune, Rüstungsrune. Wir wollen aber keine kleinen Runen, wir wollen große. Verdammt nochmal, was soll das? Ich denke mal, werden wir Gebiete angreifen, die etwas höher sind. Dann kommen wir auch schneller voran. Erstmal die Fackel weglegen. So. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Das nehmen wir auch noch mit. Und dann machen wir uns auf den Weg zu Sigurd. Los! Beziehungsweise erst zur Siedlung und dann zu Sigurd. Römisches Artefakt erhalten. Nice. Wer ist das? Okay. Strange, strange. So, machen wir eine Schnellreise zur Siedlung. Alter, wir haben jetzt 165 Rohmaterial. Wo haben wir das denn bekommen? Eben hatten wir noch 20 oder so. Das war nur ein Raid. Hier werde ich gut arbeiten können, Eivor. Ich danke dir. Wenn uns deine Arbeit nützt, sorge ich dafür, dass du sie machen kannst, solange du bei uns bist. Das wird sie, denn uns verbindet ein gemeinsamer Feind. Seine Krallen sitzen tief in Englerlands Fleisch. Schlage ihn da, wo er am stärksten ist, und die Bündnisse, die du suchst, werden sich leichter ergeben. In London halten sie sich nicht länger zurück. Wenn du sie ausschalten würdest, stünde die Stadt in deiner Schuld. Ich rede mit Randvi und werde sehen, was sie davon hält. Gut. Zuvor habe ich aber noch etwas. Ein Geschenk, das ich teilen möchte. Ein Geschenk? Ich kann es dir hier nicht zeigen. Laufen wir doch ein Stück. Okay. Ich kümmere mich. Weiter. Laufen wir ein Stück. Geschenke nehmen wir doch immer an. Aber vorher ganz kurz hier lesen. Ein Brief von... Du atmest sehr schwer, Heitam. Bereitet dir deine Wunde noch immer Probleme? So ist es leider. In meinem Herzen wohnt ein Schmerz, für den es keine Heilung gibt. Dann ruh dich aus. Solange dein Geist wach ist, wirst du dich erholen. Natürlich. Aber ich will meinen Mentor nicht enttäuschen. Du
Du würdest für Basim deine Gesundheit und dein Leben riskieren? Das verstehe ich nicht. Das erwarte ich auch nicht. Als wir bei euch ankamen, sah ich Misstrauen in deinen Augen. Einen Zweifel. Vorsicht. Ist das eine Frage? Nein, nur eine Beobachtung. Übrigens, Leute, wenn ihr läuft und STRG gedrückt haltet beim Laufen, dann könnt ihr auch ganz normal gehen. Bist du in der Lage, dieses Boot zu steuern? Ja, sei unbesorgt. Es ist nur die ständige Anspannung, die mich erschöpft. Ich bin recht schnell am Ende meiner Kräfte. Und was für ein Geschenk möchtest du mir geben? Es ist nicht von mir. Du wirst es dir selbst schenken müssen. Mehr Rätsel. So eine Freude. Sagen wir es so. Man kann dieses Geschenk weder geben noch nehmen. Es ist eine Art zu leben. Das macht es nicht klarer. Nun, es lässt sich besser zeigen als beschreiben. Dann werde ich warten. Verzeih den Spaß. Dieses Geschenk nennen wir Todessprung. Er ist einer der heiligsten Riten unserer Bruderschaft. Wir setzen ihn nicht gegen unsere Feinde ein, sondern nutzen ihn, um unsere Entschlossenheit zu stärken. Wie bei der Meditation wird dein Geist konzentriert, deine Hände ruhig und die Furcht aus deinem Herzen verbannt. Und vor allem kann er dir helfen, wenn du fliehst oder dich verbergen willst. Du nennst es einen Sprung und wir sind einen Berg hochgeklettert. Da, schon wieder. Ein Anflug von Zweifel. Wir sind fast da. Unser Ziel liegt vor uns. Ich nehme an, du willst mich von dieser Klippe stoßen, oder? Bitte sag mir, ich bin nah dran. Soll ich etwa die Überraschung verderben? Um den Todessprung durchzuführen, musst du dich etwas Größerem hingeben. Den Göttern? Dir selbst. Umarme die Hoffnung, dass der Tod dich erst ereilt, wenn du für ihn bereit bist. Glaube daran und du fürchtest nichts. Unser Tod ist vorherbestimmt, eingewebt in den Teppich der Welt. Furcht wäre eine Verschwendung von Tränen und Sorgen. Gut, dein Geist hat sich bereits auf die Lektion eingestellt. Wir werden jetzt wahrscheinlich den richtigen Todessprung lernen und nicht mehr so komische Arschbombe hinlegen jedes Mal, wenn wir irgendwo runterspringen an einem Aufsichtspunkt. Ich springe zuerst. Auf mein Zeichen folgst du mir. Verlasse dich auf deinen Glauben, deine Stärke und lass los. Du willst, dass ich springe? Von hier? Ja. Eher wachsen mir Flügel und ich fliege davon. Danke für deine Lektion, aber... Warte! Sieh zu! Hey, Tom! Hey, Tom! Du verfluchter Narr! Nice. Jetzt hat er es auch. Ja! Ein perfekter Sprung. Wie hat es sich angefühlt? Du hattest recht. Ich spürte Wahnsinn und Kraft. Ein Schwinden der Angst. Ein Geschenk an mich selbst. Jetzt verstehe ich. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Gern. Und danke, Eivor, dafür, dass du zugehört hast. Du hast den Todessprung einen heiligen Ritus genannt. Wird er von allen Verborgenen vollzogen? Soweit ich weiß. Dieser Initiationsritus reicht zurück in eine Zeit vor der Geburt des christlichen Jesus. Hoffst du, mich bei euch aufzunehmen? Ich würde es versuchen, wäre ich sicher, dass du beitrittst. Doch das ist nicht mein Ziel in Englerland. Basim und ich sind auf mehr aus. Der Orden der Ältesten. Ja. Erinnerst du dich an das Siegel, das du bei Kjötvis Leiche gefunden hast? Das ist ihr Zeichen. Sie sind eine Plage, von der wir die Welt hoffentlich befreien können. Wie wir arbeiten sie im Verborgenen. Doch sie wollen die Welt beherrschen, nicht von ihren Fesseln befreien. Den Wunsch zu herrschen hat nicht nur der Orden. Sigurd und ich wollen dasselbe. Wir wollen ein Land unser eigen nennen und auch die damit verbundene Ehre. Vergleiche dich nicht mit Leuten wie ihnen. Der Orden kennt keine Ehre, keine Prinzipien, keine Menschlichkeit. Und doch sitzen viele von ihnen auf den Thronen Englerlands. Wenn du das Land zum Wohle deines Clans befrieden willst,
wäre es in meinem eigenen Interesse, dir zu helfen. Schon verstanden. Du suchst Bündnisse. Wir wollen Englerland von der Fäulnis befreien. Wo sich diese Hoffnungen treffen, liegt unser gemeinsames Ziel. Du denkst, dieses Land wird von harmlosen Jarls und stümperhaften Tarnen regiert. Doch sieh genauer hin und du erkennst die wahre Gefahr. Die unsichtbare Hand des Ordens liegt über allem. Sie formt alles und verströmt sein Gift in jede Fuge der Gesellschaft. Vom kleinen Fischer zum reichen Händler, von vermögenden Tarnen bis zu nutzlosen Königen, der Orden beeinflusst sie alle. Gut. Basim übertrug mir eine Aufgabe. Ich muss den Orden der Ältesten in Englerland finden, in welchen dunklen Ecken er sich auch versteckt, und ihn auslöschen. Wenn wir zusammenarbeiten, wird es zu unser beider Vorteil sein. Du erhältst mehr Einfluss über die Königreiche Englerlands. Und du gelangst in den Besitz weiterer Siegel. Richtig. Du solltest in London beginnen. Laut meiner Quellen plant der Orden, die Stadt an sich zu reißen. Ich werde das mit Randvi besprechen. Wenn du dort bist, halte Ausschau nach unserem Zeichen. Vor Jahrhunderten nutzten die Verborgenen Arbeitszimmer in ganz Englerland. Es gab 6 von ihnen. Darin findest du Dokumente, die dasselbe Zeichen tragen. Sie würden mir bei meinen Studien sehr nützlich sein. Ich bringe sie dir. Danke, Haitham, für alles. Gut. Damit hätten wir auch den Orden entdeckt. Also, wie in Assassin's Creed Odyssey gibt es so einen Kult. Diesmal handelt es sich aber wirklich um den Templerorden, was ich sehr geil finde, Leute. Aber alles Weitere folgt dann in der nächsten Folge. Wir werden in der nächsten Folge uns dann auf den Weg zu Sigurd machen. Und dort dann dem Bündnis abschließen. Und danach kümmere ich mich um die ersten beiden Leute des Ordens. Ja, seid auf jeden Fall dabei und hoffe, euch gefallen die Folgen soweit. Und wenn ja, drückt einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Also bis zur nächsten Folge. Haut rein.